Kinder sind etwas, was einem das Leben so radikal verändert wie, ich glaube, gar nichts anderes im Leben. Ich glaube, alle Eltern hier in diesem Raum wissen, ab dem Zeitpunkt, wo man Kinder bekommen hat, war alles auf einmal anders. Vorher hast du vielleicht mit deiner Frau, wolltest was essen gehen, hast irgendwie gegoogelt und wolltest so den nächsten schönen Lokal finden, wo du einen schönen Abend verbringen kannst. Heute googelst du nach dem nächsten Spielplatz, wo du mit deinen Kindern hin kannst. Weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Ich habe, wenn wir im Urlaub sind, alle Spielplätze irgendwie gekannt, weil die Kinder wollten immer auf dem Spielplatz. Da waren sie happy und glücklich. Und alles verändert sich. Dein Denken, dein Fokus, dein Alltag, dein Aufstehen, dein Schlafen. Alles dreht sich auf einmal um dieses Kind oder um die Kinder. Und du fieberst regelrecht mit deinen Kindern. Wenn deine Kinder irgendwie eine Aufführung haben, irgendwie auf der Bühne sind, hey, du sitzt da und du fieberst richtig mit, kriegst das hin mit dem Text und schafft er das und dann bist du richtig stolz, du bist richtig mit dabei. Und gleichzeitig natürlich, wenn es den Kindern schlecht geht, trifft es dein Herz genauso. Und du bist emotional voll mit angepackt. Ich muss an die Situation denken, als unsere Kinder, die waren auf dem Spielplatz, sind dann nach Hause gekommen, haben voll geheult und geweint, sind anscheinend vom Spielplatz weggerannt, da wurden sie von anderen Kindern gehänselt. Und ich finde es so cool, meine Frau, die ist dann so emotional und sagt, hey, das kann nicht sein, Kinder, ab ins Auto und wir fahren dahin und klären die Sache gleich. Die anderen Kinder hatten Gnade, dass sie irgendwie schon weg waren, Gott war gnädig mit ihnen. Meine Frau ist gekommen, die Kinder waren weg. Aber man ist mit dabei. Wenn es den Kindern schlecht geht, hey, das trifft uns so unglaublich. Und ich möchte mit uns heute in den Bibeltext hineingehen, den wir letzte Woche schon angeschaut haben, aber diesmal mit einem anderen Fokus. In der letzten Woche haben wir uns die chronisch kranke Frau angeschaut, die seit 12 Jahren an einem Blutfluss gelitten hat. Heute legen wir den Fokus auf einen Vater, deren Tochter schwer todkrank ist. Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen, Markus Kapitel 5, ab Vers 21. Jesus war noch am See, als der Synagogenvorsteher Jairus kam. Er warf sich zu Jesus Füßen und flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben. Komm, leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Wir lesen das jetzt so kurz drüber, aber ich glaube, bei jedem Vaterherz, bei jedem Mutterherz ist gleich ein Schmerz da. Die eigene Tochter liegt hier im Sterben. Und dann heißt es, Jesus ging mit ihm, also ein Hoffnungsschimmer. Und eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Und während Jesus auf dem Weg ist, dieses Kind zu heilen, dieses Kind zu retten, haben wir in der letzten Woche gehört, dass er da auf dem Weg eine andere Frau heilt, die chronisch krank war. Und dann fängt er noch an, mit ihr ins Gespräch zu gehen. Und führt ein anscheinend etwas längeres Gespräch, weil in Vers 35 heißt es, und die Bibel ist da immer so cool, während Jesus noch mit ihr redete. Also anscheinend war das nicht so, zack, so ein kurzer Satz, sondern er nimmt sich die Zeit, redet mit dieser Frau in dieser Notlage. Und während Jesus mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers, deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Wenn es deinem Kind schlecht geht, entwickelt sich in uns so ein Gefühl und du nichts ändern kannst an dieser Situation, so ein Unmachtgefühl. Ich weiß noch, wir waren im Urlaub in Italien und ich habe mir gedacht gehabt, ich schnapp mal meine 4 Kinder, die waren noch alle sehr klein, sind immer noch nicht so groß, aber auf jeden Fall waren sie sehr klein und sind wir an den Strand gegangen und da war ein Spielplatz, dachte, meine Frau kann sich ausruhen, bin mit den Kindern an den Spielplatz, ein paar Minuten vergehen und auf einmal merke ich, meine Zweitjüngste ist verschwunden. Ich gucke überall und unter der Rutsche und dort und dies und alles, die ist weg. Die war einfach weg. Und wir sind dann vorher mit den Kids, natürlich, du packst die Kinder, was ist, du gehst nur raus und die Kinder, ich muss aufs Klo. Wir sind vorher aufs Klo gegangen, hab dort nachgeschaut, sind sie dort und dort, sie war nicht da. Und in diesem Moment ist es wie so, alles fällt in dir zusammen, du weißt nicht, was du machen sollst. Du bist in Italien, fremde Sprache, du hast andere kleine Kinder, du kannst dich einfach irgendwo wegrennen oder weitersuchen. Das war eine Panikattacke, du denkst, boah, was soll ich machen?
Gott sei Dank ist es noch gut ausgegangen. Ich habe dann gemerkt, ein bisschen weiter war noch ein kleiner Spielplatz und sie ist einfach still und ruhig rübergelaufen. Das hat sie früher gerne gemacht, immer einfach irgendwo mitspaziert bei fremden Leuten und so. Aber das war ein Schock. Du weißt nicht, was du tun musst. Und wenn Jairus hier ist und seine Tochter ist schwer krank, das ist ein Gefühl, du kannst es nicht ändern. Das ist ein Unmachtgefühl. Dir sind die Hände gebunden und du kannst nichts tun. Und ich glaube, dass der eine oder andere das in seinem Leben auch schon erlebt hat. Vielleicht gerade in Bezug auf deine Kinder. Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht sind es aber auch Dinge, wo Beziehungen zerbrochen sind. Wo du irgendwie nicht mehr mit deinen Kindern dich überhaupt mit ihnen reden kannst, treffen kannst, weil Beziehungen auseinandergegangen sind. Wo Anspannungen da sind. Und du hast das Gefühl, du kannst die Situation einfach nicht lösen. Du kannst die Situation einfach nicht ändern. Und wenn wir hier jetzt Jairus sehen, Jairus hat erlebt einer der schlimmsten Dinge überhaupt, die ein Vater erleben kann. Er kann seine Tochter nicht heilen. Er kann zu keinem Arzt gehen, weil sie ist gerade dabei zu sterben. Und dann gibt Jesus ihm einen Hoffnungsschimmer und geht mit ihm mit. Hoffnung in einer Lage, wo du eigentlich denkst, es ist zu Ende. Hoffnung und du gehst mit und dann tut Jesus dieses unerhörte Ding. Dieses überhaupt nicht verständliche Ding. Hier ist ein Notfall. Hier geht es um jede Sekunde. Hier ist ein Vater, der seine Tochter verlassen hat, um Heil und einen Retter oder einen Arzt zu finden, der nicht bei seiner todkranken Tochter ist. Und Jesus macht dieses unerhörte Ding und fängt an, einfach mit dieser Frau zu sprechen. Jede Sekunde zählt. Und er redet mit dieser Frau und redet und redet. Und dann musst du dir mal wirklich in die Rolle von Jairus hineingehen. Es brennt ihm in und sagt, Jesus, komm doch jetzt endlich mit. Komm jetzt mit, das kann nicht sein, du musst jetzt etwas tun. Und dann sieht er in der Ferne, wie Leute aus seinem Haus kommen und er weiß schon, was es bedeutet. Er weiß in seinem Herzen schon, was es bedeutet. Und dann sprechen sie es dann noch aus, deine Tochter ist gestorben. Für was willst du noch diesen Jesus haben? Vielleicht lebst du gerade auch in einer Situation, wo du herausgefordert bist, Dinge nicht gut laufen. Und Menschen haben vielleicht sogar in deinem Kreis schon gesagt, was bringt dir dein Glaube? Was willst du mit diesem Gott, der dir nicht hilft? Was willst du mit diesem Gott, der nicht einschreitet, der das Leid nicht beendet? Aber wie gut ist es, dass wir den nächsten Bibeltext haben und aus diesem Bibeltext werden wir total wertvolle Sachen über Gott lernen. Ab Vers 36 heißt es dann, ich lese mal diese Passage vor. Jesus hatte zugehört, er bekommt all das mit. Und er wandte sich zum Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus von Jairus kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater, die Mutter und die Jünger, die bei ihm waren. Und mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita cum. Was so viel bedeutet wie, kleines Mädchen, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhoben sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Doch Jesus verbot, jemandem etwas davon zu erzählen und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Was wir hier in diesem Text sehen, ich glaube, wir haben ziemlich viele Dinge, über die man sprechen möchte, aber die Zeit erlaubt es mir nicht. Ich möchte über 3 Dinge reden. Der erste Punkt ist, wir sehen hier Gottes Weisheit oder besser gesagt Gottes Weitsicht. Wir haben hier ein todkrankes Mädchen und jede Sekunde zählt. Und wir haben hier eine chronisch kranke Frau, bei der macht es keinen Unterschied, ob sie heute geheilt wird, ob sie morgen geheilt wird, ob sie in einer Woche geheilt wird. Sie wird nicht an dieser Krankheit jetzt sterben. Sie war ja schon 12 Jahre krank. Und jeder normale Notarzt, also wenn du im Wartezimmer bist, hat es einen Grund, wieso du manchmal warten musst. Weil manchmal kommen Notfälle rein und die müssen vor dir geklärt werden.
auch wenn du dich dabei ärgerst und schnell dran sein möchtest. Wenn ein Notfall da ist, wird jeder normale Notarzt in dieser Welt würde sagen, ich gehe hin und rette dieses kleine Mädchen. Ich werde die Frau auch behandeln, aber nicht in diesem Moment. Erstmal wird das kleine Mädchen gerettet. Und es fordert heraus, aus welchem Grund greift Jesus nicht sofort ein in dieser Lage? Aus welchem Grund greift Jesus nicht sofort ein in deinem Leben, wo du jetzt gerade herausgefordert bist, wo gerade ein Problem ist, wo vielleicht gerade eine Krankheit ist? Wieso greift er nicht da rein? Ich glaube, dass wir auch als Christen oft unter dieser Prämisse leben, uns muss es gut gehen. Wir leben unter dieser Prämisse, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, soll unser Leben total gesegnet sein. Und das, was wir uns erhoffen, das soll der Herr segnen. Unser Zeitplan ist für uns relevant und Gott soll sich zu unserem Zeitplan stellen und muss unseren Zeitplan erfüllen. Er muss da sein. Die Jünger, als sie mit Jesus unterwegs waren, ein Riesensturm gekommen ist. Jesus ist im Boot oder im Schiff und schläft unten. Und die Jünger sind voll panisch, weil das Schiff ist dabei, gerade unterzugehen. Und sie rennen zu Jesus und sagen, Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir gerade untergehen? Ist dir das völlig egal? Ist dir unser Leben völlig egal? Sind wir dir egal? Kennst du diese Entmutigung in deinem Leben? Wenn du nicht verstehst, wieso Dinge in deinem Leben kommen, wieso Krankheit da ist, wieso Umstände schwierig sind, wieso vielleicht diese Arbeitskollege in deinem Leben ist. Was Jesus hier ganz deutlich Jairus beibringt und uns, glaube ich, auch sagt, manchmal fehlt uns die Weitsicht über die Dinge. Manchmal haben wir nicht den ganzen Blick über das ganze Leben. Wir sehen unseren Fokus, wir sehen unser Leben. Und wir kommen hin und sagen, Herr, du hast nach unserem Zeitplan zu funktionieren. Und ich glaube, was Jesus uns hier sagen auch möchte, ist, wenn wir versuchen, unseren Zeitplan Jesus aufzudrücken, werden wir uns immer von ihm ungeliebt fühlen. Weil Jesus hat einen anderen Zeitplan. Jesus hat einen anderen Weg. Und ich weiß, wie das einen herausfordert und wie schwierig das manchmal ist. Aber er sagt, vertraue du mir. Auch Jairus, wenn du das jetzt in diesem Moment nicht verstehst, was gerade passiert, auch wenn du gerade hörst, dass deine Tochter gestorben ist, bleib an mir, vertraue mir, vertraue meinem Zeitplan und glaube mir, dass ich einen größeren Blick über dein Leben habe. Wie krass ist es, wie wir Menschen manchmal denken, dass wir glauben, Gott zu erklären zu müssen, wie das Leben zu funktionieren hat. Ein Gott, der die Erde geschaffen hat, der Schöpfer dieser Erde, der die Naturgewalten beherrscht, ihm wollen wir sagen, wie das Leben zu funktionieren hat. Aber Jesus sagt hier, hey, ich habe den ganzen Blick. Ich habe das ganze Puzzlebild. Du hast nur einen kleinen Puzzleteil. Mit einem Puzzleteil wirst du das Bild nicht erkennen. Wenn du ein tausender Puzzle mal zusammenbaust mit einem Teil, du wirst nicht erkennen, um was es geht. Aber Jesus hat den ganzen Blick. Und er sagt hier, ich habe einen besseren Weg für dich. Und ich glaube, das hat nicht nur mit der Zeit zu tun. Jesus hat in so vielen Bereichen in unserem Leben einen besseren Weg. Sei es, wenn es um das Thema Sexualität geht. Sei es, wenn es um das Thema Finanzen geht. Sei es, wenn es um Werte geht. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft sind Werte zur Zeit, die werden so durcheinander gebracht. Familie wird so auseinandergenommen. Die Geschlechterfrage wird in so einem Maße durcheinander gebracht, wie es wahrscheinlich noch nie gab. In ganz, ganz vielen Sachen. Und vieles wird dann noch unter einem wissenschaftlichen Nebel verpackt. Ja, die Studien sagen das und dies sagt und jenes sagt das. Ich habe mal so ein bisschen nachgelesen gehabt, Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts war ja die Rassenlehre total präsent. Unter allen, nicht nur im Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus hat es natürlich noch mal krasser gemacht. So wurde zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, in Schweden wurde das jahrzehntelang sogar gesetzlich gemacht, nämlich die Lehre der Eugenetik. Das ist die Lehre von der Verbesserung des biologischen Erbguts des Menschen.
Also jeder von uns hatte gute Erbgute und hat schlechte Erbgute. Und dieser Ansatz war der, dass man versucht hat, die guten Erbgute einer der Menschheit vorwärts zu bringen und das ganze Schlechte, was wir Menschen nicht brauchen, abzuschaffen. Die Folge davon war, dass zum Beispiel in Schweden ein Gesetz rausgekommen wurde vom Staat, nämlich dass behinderte Menschen oder Menschen, die aus welchem Grund auch immer in diese Kategorie reingefallen sind, zwangssterilisiert wurden. Und das wurde jahrzehntelang wurde das gemacht. Das ist erschreckend, wie lange das gemacht wurde. Da wurden Menschen in Heime geschickt, erwachsene Leute, mündige Menschen. Und natürlich sind so viele brutal böse Dinge passiert, aber unter wissenschaftlichem Label. Und ich bin überhaupt nicht gegen die Wissenschaft. Ich glaube, wir brauchen die Wissenschaft so sehr. Aber gleichzeitig, glaube ich, sollten wir da vertrauen, dass Gott den richtigen Plan hat. Er hat uns Menschen geschaffen. Und wenn er über Sexualität spricht, spricht er das nicht einfach so, um uns irgendwie eine reinzudrücken, sondern er weiß, was gut für den Menschen ist. Und da auf seine Weitsicht zu vertrauen, ihm, an ihm dran zu bleiben. Jesus sagt, ich habe den besseren Weg für dich. Und wenn wir hier auf Jairus gehen, er lebt in dieser Spannung. Und das ist ja so. Wir leben in dieser Spannung manchmal. Wenn unsere Gesellschaft uns klar machen möchte, dass zum Beispiel Sex vor der Ehe in Ordnung ist, und du, wenn du sagst, hey, nee, ich sehe das anders, die Bibel spricht da von anderen Werten, du wirst sofort, wirst du Konter erleben in deinem Leben. Aber wie schaffe ich das in dieser Spannung auszuhalten? Wie schaffe ich es in dieser Spannung auszuhalten, wenn ich Dinge nicht verstehe, wenn ich Dinge nicht erkenne, wenn ich, ja, da gar nicht irgendwie in diesem Moment zustimmen kann? Und wir sehen hier Jairus, der nicht verstehen kann, wieso Jesus nicht gleich eingeschritten ist. Er kann es nicht verstehen und Jesus sagt ihm, glaube einfach. Glaube nur. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Ich glaube, oft wurde dieses Wort auch ein bisschen missbraucht. Ah, glaub einfach, das wird schon. Bleib einfach dran, das wird schon irgendwie funktionieren. Und was wir hier sehen als zweiten Punkt, glaube einfach. Was bedeutet das? Was bedeutet es, einfach zu glauben? Glauben, wenn du einem Menschen sagst, ich glaube an Gott, ist es so in der Art wie, ah gut, du glaubst an Gott, ich glaube, jetzt übertrieben gesagt, glaube ich an Aliens, jeder hat so sein Ding, jeder hat so ein Steckenpferd und jeder glaubt so in seine Richtung. Wenn die Bibel aber über Glauben redet, meint sie nicht, dass ich an etwas glaube, dass irgendwie da ist oder sowas, sondern wenn die Bibel über Glauben spricht, meint sie eine Vertrauensbeziehung. Eigentlich, das ist die Herausforderung, glaube ich, für uns heute, wenn wir die Bibel lesen, jedes Mal, wenn du in der Bibel das Wort Glauben liest, übersetzt es einfach mal als Vertrauen. Dran zu bleiben. Vertrauen wird auf einmal greifbar. Vertrauen hat mit etwas zu tun, dass man jemanden kennt, dass man jemanden dran ist, dass man jemanden vertraut, auch wenn Dinge schwierig sind, auch wenn Dinge nicht so ganz funktionieren. Und wenn wir das bei Jairus jetzt hier sehen, Jairus, was er hier macht, er geht einmal in die Öffentlichkeit. Er hat natürlich eine Notlage, seine Tochter ist schwer krank. Und diesen Schritt, den er hier macht, dass er öffentlich zu Jesus kommt, ist ein gewaltiger Schritt. Die Bibel sagt uns, er ist ein Synagogenvorsteher. Und die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben Jesus gemieden mit allen Mitteln. Nikodemus hat Jesus nachts aufgesucht. Er ist nicht tagsüber zu Jesus gekommen, weil er wollte nicht, dass die anderen davon mitbekommen. Aber was Jairus hier macht, öffentlich, weil er merkt, hey, ich habe keine andere Chance. Und er geht zu Jesus und sagt, hey, ich muss ihm vertrauen. Es gibt keine andere Hoffnung mehr. Und dieses Vertrauen, was wir hier sehen, dieses Glauben, es ist nicht ein Glaube, wo Jairus hinkommt und sagt, ja, ich bin jetzt bei Jesus und es wird alles gut werden. Nein, es ist ein Glauben, das zittert. Und wenn er da mit Jesus ist und mit Jesus mitläuft, natürlich ist da die Hoffnung da, aber gleichzeitig ist natürlich die Angst da. Und die hat sich ja dann auch bestätigt. Was ist, wenn Jesus zu spät kommt? Was ist, wenn wir das nicht rechtzeitig schaffen? Aber was er macht, er bleibt an Jesus dran. Und dann, als die Menschen zu ihm, als seine Tochter dann stirbt und die anderen zu ihm kommen und sagen, hey, deine Tochter ist gestorben. Wir haben dir gleich gesagt, mit Jesus funktioniert es nicht. Was macht er? Er bleibt dran. Er könnte eigentlich in dem Moment sagen, Jesus, lass das jetzt, komm nicht mehr mit mir mit, ich will nicht mehr.
hatte er, ich weiß nicht, ob er überzeugt war, dass Jesus jetzt seine Tochter auferwecken wird. Ich bin mir nicht sicher, ob er gedacht hat, wenn wir da hinkommen, er hatte irgendeinen Hoffnungsschimmer. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da war nicht die Hoffnung, meine Tochter wird jetzt auferstehen. Er wusste nicht mehr eigentlich, was er hoffen sollte. Aber was wichtig ist, er ist dran geblieben. Vertrauen ist etwas, wo ich dranbleibe, auch wenn ich Dinge manchmal nicht ganz verstehe. Wo ich mit Jesus unterwegs bin und mir Dinge manchmal nicht ganz klar sind. Dran zu bleiben. Ich glaube, das ist total wichtig, weil manchmal machen wir uns den Druck und glauben, es hängt so vieles von unserer Glaubensstärke ab. Aber das haben wir letzte Woche schon gehört, es hängt nicht von deiner Stärke ab, es hängt von ihm als Person ab. Von Jesus ganz alleine. Von ihm hängt alles ab. Unser großer Vorteil, muss ich sagen, zu Jairus ist heute, wir kennen die Geschichte und wir kennen auch das Ende dieser Geschichte. Und wir wissen, dass Jesus als Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist. Und es ist so faszinierend, wenn du diese zwei Geschichten vergleichst. Da ist eine Frau, die krank ist, chronisch, die geheilt wird. Und da ist ein Kind, das stirbt. Und für Jesus ist beides kein Unterschied. Für Jesus macht das keinen Unterschied, ob er eine Kranke heilt oder ob er eine Tote auferweckt. Tatsächlich ist es sogar so, als die chronisch Kranke Jesus berührt, heißt es, dass eine Kraft, eine Macht aus ihm ausgegangen ist. Das hat er gespürt. Bei dem Mädchen, ganz alltäglich, ganz normal, kommt in den Raum rein. Jesus ist auch immer unterschiedlich. Und deswegen, er wirkt in unserem Leben auch immer unterschiedlich. Bei der Frau mit dem Blutfluss ist es öffentlich, viele Menschen um sie herum. Bei dem Mädchen, auf einmal sagt er, nee, das ist eine intime Geschichte, das ist privat, das mache ich jetzt mit der Familie. Die engsten Jünger hat er mitgenommen. Also Jesus agiert auch immer total unterschiedlich. Manchmal haben wir immer so dieses Schema, Jesus hat so oder so zu handeln und zu führen, aber Jesus lässt sich nicht an ein Schema pressen, sondern er handelt, so wie er es als richtig sieht. Auch wenn es uns sprengt, auch wenn es uns herausfordert und auch wenn wir vielleicht aus einer anderen christlichen Tradition kommen, es fordert einen immer wieder heraus. Aber ich finde es so stark, hier das zu sehen, für Jesus ist es kein Unterschied. Ob es ein Sturm ist, den er stillt, ob es ein Tod ist, den er überwindet, ob es eine Krankheit ist, die er heilt. Und was Jesus sagt, wenn du mich in deinem Leben hast, kannst du über den Tod lachen. Wenn du mich in deinem Leben hast, gibt es keinen Unterschied zwischen Krankheit und Tod. Herausfordernd, ich weiß. Aber das ist, was Jesus uns sagt, wenn du mich in deinem Leben hast, ist selbst der größte Feind der Menschheit nichts anderes als eine gute Nachtruhe. Und da kommen wir zum dritten Punkt, wieso wir ihm vertrauen können. Und wieso wir ihm auch glauben können, dass er derjenige ist, der die Weitsicht hat. Ich weiß nicht, welches Gottesbild du hast, wie du Gott in deinem Leben erfahren hast. Ob Gott für dich ein Gott ist, der im Himmel ist und zornig immer ist auf uns Menschen, der distanziert zu uns Menschen ist. Ich kenne dein Gottesbild nicht, aber was uns dieser Text zeigt, ist eine Seite und es passt natürlich zur Kindersegnung hier heute ganz besonders, ist nämlich, dass Gott ein zärtlicher Gott ist. Dass Gott ein nahbarer Gott ist. In Vers 41, diese Worte, die Jesus hier verwendet, Talita cum, Es bedeutet nicht einfach, Mädchen, steh auf, irgendwie zack, steh auf oder so. Oder ich befehle dir, du sollst jetzt aufstehen. Diese zwei Worte sind sich Theologen ziemlich einig. Bedeutet, es sind wie so große Worte. Mein kleines Mädchen, mein Schätzchen. Du, er nimmt sie an die Hand und sagt, hey, als hätte sie einfach geschlafen, kommt in den Raum und nimmt sie an die Hand und sagt, hey, es ist Zeit zum Aufstehen. Wie du deine Kinder morgens wächst, wenn sie in die Schule müssen oder irgendwohin, du sie wächst und sagst, hey, es ist Zeit aufzustehen. Genauso kommt Jesus hier hin und weckt sie einfach auf. Als wäre sie einfach nur im Schlaf. Und diese Nähe, die er hier ausdrückt, die ist unglaublich. Diese Hingabe, diese Nahbarkeit, diese Annahme zu diesem Kind, das ist so unglaublich. Ich weiß nicht, welches Gottesbild du hast, aber Gott ist ein zärtlicher Gott.
Gott ist ein sanftmütiger Gott, dem du vertrauen kannst, der sich für dich interessiert. Und der Punkt ist der, gerade wir Eltern, wir machen uns ganz, ganz, ganz viel Druck. Kriegen wir es mit unseren Kindern gut hin? Ich habe 4 eigene Kinder und natürlich möchte ich als Vater oder wir als Eltern möchten das Beste für unsere Kinder geben. Und wir wollen alles richtig machen. Aber eine Wahrheit ist da, wir werden nicht alles richtig machen. Einfach weil wir Menschen sind, weil wir fehlerhaft sind. Und ich glaube, dass wir manchmal in diesen Druck hineinkommen, dass wir alles richtig machen wollen. Aber ich möchte gerade ganz besonders, wenn du Vater oder Mutter bist, dir sagen, es hängt gar nicht davon ab, dass du alles richtig gemacht hast. Und gerade auch, wenn deine Kinder schon größer sind und du im Nachhinein in deinem Leben sagst, boah, es ist ja gut, dass du Dinge anders gemacht hättest. Aber es ist nicht gut, wenn du danach weinst. Wenn du sagst, boah, ich habe alles falsch gemacht, ich hätte Dinge ganz anders gemacht. Und ich möchte dir eins sagen, Gott hat noch so viel mehr Interesse an deinen Kindern, wie du das je in deinem Leben haben kannst. Es soll dir den Druck nehmen. Gott ist ein sanftmütiger, liebender Gott, der sich danach sehnt, deinen Kindern zu begegnen. Ja, wir dürfen, wenn wir Fehler gemacht haben, und sollen wir auch dazu stehen und vielleicht auch unseren Kindern sagen, hey, ich habe es da richtig vermasselt und ich wollte es und habe es gut gemeint, aber es hat nicht ganz so funktioniert. Aber nimm dir diesen Druck, weil dieser Druck wird genau das Gegenteil bewirken. Lebe in dieser Freiheit zu wissen, dass Gott so Interesse an deinen eigenen Kids hat. Und so wie Jesus diesem kleinen Mädchen die Hand gereicht hat, glaube ich, dass auch heute Morgen uns die Hand reicht. Und dass er dich einlädt, diese Hand zu nehmen von ihm. Und diese Hand von ihm zu nehmen, bedeutet, dass du eine Hand, wo du vielleicht gerade etwas festhältst, dass du sie loslässt. Wo du vielleicht Schuld in deinem Leben festhältst und denkst, ah, ich müsste das so irgendwie tun und klären, dass Gott sagt, lass diese Dinge doch mal los. Dass du Vergangenheit in deinem Leben, wie oft ist es Vergangenheit, die uns prägt, dass du sie festhältst, weil du dir so sehr wünscht, diese Dinge irgendwie noch zu verändern oder anders zu haben. Aber das wird nicht mehr stattfinden. Du darfst loslassen. Und du darfst die liebende Hand, die Jesus dir ausstreckt, darfst du ergreifen. Und es ist, ich bin so fasziniert, muss ich sagen, einfach von diesem Talitha Kum. Kleines Mädchen, Schätzchen. Das ist, was er zu dir sagt. Mein Liebling, hey, nimm doch einfach meine Hand. Und lass mich dich in deinem Leben begleiten. Lass mich dich durch das Leben führen. Und ich werde dich durch das Leben führen. Und es werden Herausforderungen da sein. Und du wirst Dinge vielleicht nicht verstehen. Aber an meiner Hand werde ich dich durchtragen. Und meine Hand ist eine Hand, die dich nicht loslassen wird. Und meine Hand wird dich durch den Tod letztendlich hindurchführen. Ja, das ist, was wir glauben. Das ist dieser Gott, dieser zärtliche, sanftmütige Gott, der mir und dir begegnet. Zu glauben, dass dieser Gott, der deine Hand nimmt, er hat den Plan. Er hat die Weisheit. Und ich weiß, es kostet etwas. Es kostet etwas zu sagen, Herr, ich vertraue dir ganz. In allen meinen Lebenslagen vertraue ich dir ganz. Ich lasse los von meiner Wertevorstellung. Ich lasse los von meinen Ansichten und nehme deine Hand und vertraue, dass du mich durchführen wirst. Und wieso kann er das? Weil Jesus, als er ans Kreuz gegangen ist, die Hand des Vaters losgelassen hat. Als er am Kreuz für uns gestorben ist, hat er die Hand, die eigentlich fest mit Jesus verbunden war, hat er losgelassen, damit wir wieder in Verbindung zum Vater kommen können. Damit wir wieder in Verbindung zu Gott kommen können. Und ich möchte mit einem Bibelvers abschließen in Jesaja 41, Vers 10. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er das gemacht, dass er dir später beistehen kann. Also die Schuld für dich, für die Fehler, auch als Eltern, für deine Fehler, die du gemacht hast, für diese Fehler ist Jesus am Kreuz gestorben. Und er sagt, ich stehe dir bei, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Ich möchte uns einladen,
gemeinsam zu beten.